Ja, Huhu hier wieder beim Koali und beim... Der Straktark. In der Secret World. Wir haben uns verlaufen, glaube ich. Wir müssen eigentlich Palladia töten und hier ist Palladia nicht. Aber hier ist eine Nebenquest. Nehmen wir die jetzt an oder du sagst doch, wir müssen hier eh nochmal hin. Okay, weil ich hatte die jetzt angenommen. Na gut, alte Symbole, schwer, nehmen wir sie an, einen Wabanaki-Stein benutzen. Machen wir das doch halt im Osten nächsten. Ach Gott. Im Osten und im Westen und im Süden nach Wabanaki-Symbolen suchen. Und erstmal hier Arbeiter kaputt machen. Frage, was ist für dich Unkraut? Unkraut? Ja. Wie kommst du denn jetzt auf die Frage? Hat mich letztens jemand gefragt. Du bist mir gerade eingefallen. Unkraut sind Pflanzen, die in einem Garten wachsen, die man da nicht haben will. Okay. Würde ich jetzt sagen. Ja, also laut der reinen Definition sind das Pflanzen, die keinen Nutzen haben. Ja, ist im Prinzip ja richtig, aber ich würde sie trotzdem, also es gibt ja auch schönes Unkraut, so Pusteblumen. Ja, habe ich früher als Kind immer gern gemacht. Jetzt ist für mich alles Unkraut. Jetzt habe ich eine ganz einfache Definition von Unkraut. Alle Pflanzen außer Bäume. Das Lustige ist, in der ganzen Wohnung hier, ich und meine Freundin, wir haben genau eine Pflanze. Eine? Ja. Übertreibt ihr es nicht etwas? Wir sind beide solche Pflanzentöter, die... Also das ist echt krass. Wir tun den Pflanzen nur was Gutes, wenn wir sie nicht bei uns aufnehmen. Glaub mir. Das ist der Grund, wieso es in meiner Wohnung nicht eine Pflanze gibt. Ja, die eine Pflanze, die wir haben, war ein Willkommensgeschenk von dem Chef von meiner Freundin. Ohne Theaterausstattung. Und ein Wabanaki-Symbol, die Schlange und der Skorpion. Oh nein, ich wurde behindert. Ja, ich hab den mal zurückbehindert. Mach das. Behindern wir uns alle gegenseitig. Ich bin ja für Inklusion. Für was? Inklusion. Erklär das mal Laien. Laien. Okay. Also ungebildete Person. Hast du schon mal was davon gehört, dass hier in letzter Zeit es so sein soll, dass Menschen mit Behinderung mit Menschen ohne Behinderung zusammen lernen sollen? In der Schule. Ja, da hatte ich so ein bisschen was von mitgekriegt. Das ist quasi der Gedanke der Inklusion. Also dass Behinderte und Nichtbehinderte zusammen Sachen machen. Okay, was hältst du davon? Ich bin da zwiegespaltener Sache. Also ich finde den Gedanken an sich gut. Allerdings die Umsetzung, wie es momentan an den Schulen ist, ist ja momentan Zwang. Also die Schulen müssen was machen, mehr oder weniger. Das Problem ist, sie haben kein Personal dafür. Und das ist natürlich dann nicht so toll. Ne? Ja. Du brauchst, um sowas gut zu machen, halt auch vernünftig Personal. Ja, und bei den Schulen wird ja sowieso gespart. Ist ja nur die Zukunft. Ja, stimmt doch, oder nicht? Ja. Boah, ich werde sterben. Sag meinen Ex-Freundinnen, dass ich sie hasse. Wenn ich wüsste, wer die sind. Ich schick dir eine Liste. Okay, aber warum musst du sterben? Oh, dachte ich gerade eben, weil du O gesagt hast. Nö. Es ist nie gut, wenn der Heider O sagt. Nie. Yay, KP. Noch 3.
frag mich, wie lange es dauert, bis wirklich Müll mal so durchdrehen wird. Kommt drauf an, wie lange du ihn stehen lässt. Oh. Pistolen. Unbarmherzige Doppelpistolen. Hast du sie gekriegt? Keine Ahnung, ich hab hier gedrückt. Ja, ich halte. Ah, okay. Wo ist der letzte Stein? Der letzte? Ah, nee, der vorletzte. Du wirst gerade angegriffen. Und ich kann wieder nichts machen, weil ich drücke wie wild auf den Tasten rum, aber es passiert einfach nichts. Irgendwie ist hier ein Bug in diesem Spiel. Einer? Komm, erstmal. Wir werden angegriffen. Ah, aua! Ich bin behindert. Und jetzt befallen. Behindert und befallen. Dann müssen wir dem Lesrak erstmal ein Schild geben. Heilt den Lesrak! Heilt ihn! Warum macht meiner nix? Schlägt er bei dir zu? Ja, der haut die ganze Zeit auf dich zu. Nein, auf ich zuschlage. Ja. Okay, weil gerade eben war, er hat bei mir überhaupt nicht reagiert. Ah, noch einer. Oh, und ich habe einfach nochmal einen neuen gepult hier. Wir haben ja noch nicht genug Gegner hier. Ich geh mal zum Lesrak rüber. Aua! Ja, es ist kein einfacher Kampf hier, Leute. Da müssen wir auch direkt mal ein bisschen ruhiger sein und keine Späße machen. Also so, einfach ist es schon, ne? Dauert nur länger. Ich finde, ich muss hier gerade ziemlich. Bin ja ziemlich am Arbeiten. Warum rennst du jetzt schon wieder weg? Weil ich sonst befallen werde und so. Ich meine, dir macht das wahrscheinlich nicht viel aus. Aber nein, schon. Ich werde ja geheilt. Siehst du? Ich habe ja meine kleine Eukalypte, die das macht. Warum kann ich das nicht wegklicken? Ja, doch, ja. Aber die kleine Eukalypte kann das auch nur machen, wenn sie sich selber nicht heilen muss gerade. Korrekt? Ja. Ja. Kann hinkommen. So, ich hole mal hier direkt wieder alle beide, damit du die alle beide gerade bearbeiten kannst. So, also. Muss sich ja auch lohnen, ne? Worüber könnten wir denn jetzt noch reden? Über Müllbombenschützen. Okay. wie ist es mit deiner Harlekin-Armee? Ja, sie ist angekommen am Freitag. Und es war, na, ich will es jetzt nicht zu negativ ausdrücken. Oh. Aber ich habe viel Geld bezahlt für etwas, was ich wahrscheinlich alleine ähnlich hingekriegt hätte. Ach so, also nicht so toll, nicht so toll bemalt wurden. Ja, ich weiß nicht. Also sie ist aufwendig bemalt, aber man sieht's nicht. Okay. Also die Fahrzeuge sehen cool aus. Hm? Aber ich denke, wenn ich einen Airbrush hätte und mich ein bisschen da reinfuchsen würde, wie der denn funktioniert. Also es sieht sehr basic aus, was die Airbrush-Bemalung angeht. Sie sehen, also die Fahrzeuge sehen wirklich sehr gut aus auch. Da habe ich am wenigsten dran auszusetzen, aber die die Troops und die, also die normalen Modelle zu Fuß, die sehen sehr, sehr schwer. Dann habe ich nur mal eine Frage. Hast du das bemalen lassen, weil du keine Zeit oder Lust hattest oder weil du sie extra gut haben wolltest? Ich wollte sie eigentlich, wenn du die Harlekine kennst vom Modell her. Ja. Ich habe mir... Ich wollte die halt schon, dass sie cool aussehen.
Und ich habe mir selber nicht zugetraut, die so cool zu malen, wie ich die gerne hätte. So. Und Zeit ist natürlich auch immer ein Faktor. Ich persönlich muss sagen, das Problem hatte ich noch nie. Dass ich sagen Zeit? Würde, dass ich sie so an, dass ich sie nicht so hinkriegen würde, wie ich sie wollen würde. Ja. Ich habe nur keine Lust, weil das viel zu viel Zeit in Anspruch nehmen würde. Also, der Typ hat schon ordentlich Knete dafür gekriegt. Hat jetzt 3,5 Monate daran gemalt. Und meine Freundin hat es dann gesagt, als sie am Freitag gesehen hat, das erste Mal, dann irgendwie, dafür hat er jetzt 3,5 Monate gebraucht. Und, wie teuer war es denn? Nur mal so aus Neugierde. Ich weiß nicht, wie die Preise sind. Geld redet man nicht. Na okay, hätte mich nur mal interessiert. Weil mir wurde nämlich auch mal, öfter gefragt, wie, ob ich welche für Geld bemale, deswegen. Aber es war nicht ganz billig. Okay. Wie viele Figuren waren das denn? Das ist halt eine komplette Armee. 6, 12, 18, 24, 25 Infanteriemodelle, 5 Jetbikes, 4 Fahrzeuge. Musstest du die Farben selber bezahlen? Nee. Na, okay. Ich würde sagen, ich hätte die bemalt, wenn du die Farben jetzt zum Beispiel bezahlt hättest, ne? Hätte ich es wahrscheinlich für, keine Ahnung, 20 Euro getan. Okay. Also wenn ich natürlich auch noch Lust hätte zu malen, ne? Bei mir ist das. Ich weiß jetzt ja nicht, wie du malst. Naja, ich habe auch nichts mehr, was ich zeigen könnte. Ich hatte alle meine Armee, die ich mal bemalt hatte, hatte ich ja damals verkauft, meine 1000 Sun Armee. Also ich bemale eine Figur, sag ich mal, mehrmals über, also dieses mehrere Farbschichtensystem, ne? Also der Typ hat das jetzt mit Airbrush gemacht. Sieht man auch, also es ist schon... Also mit einer Spraydose. Ja, nicht mit einer Spraydose, richtig mit Airbrush halt, ne? Und, Trotzdem, ich halte davon nichts. Doch, das ist cool. Also das ist ja immer mehr im Kommen und das ist, heilige Stätte der Wabanaki. So, naja, da müssen wir später hin. Oh, hier oben sind so komische tanzende Springlichter hier. Oh, okay, dann komm. Oh, hier ist Wissen. Wo ist Wissen? Hier. Ich komme. Wissen du? Ja. Ach, da hinten. Okay. Ich war der Meinung, eigentlich hier irgendwo könnte es runtergehen, um da hinzukommen, aber ich habe mich wohl geehrt. Okay, dann übernimm du mal die Führung. Ich habe keine Ahnung. Ist noch mehr Wissen. Ups, jetzt. Oh nein, ich bin wieder runtergesprungen. Ich komme, Eukalypter. Ich werde dich retten. Kann man dann irgendwie nicht hoch? Ja, ich laufe einfach wieder im Kreis wieder nach oben. Oh, mach das. Aber nach deinen Aussagen hört sich das so an, als ob du im dreistelligen Bereich bezahlt hättest. Ja, definitiv. So viel Geld kann man damit machen? Ja. Ich sollte mir ernsthaft mal überlegen, das für Geld zu machen. Ja gut, du musst halt einen finden, der so blöd ist und es kauft, ne? Was heißt so blöd? Ich kann gut. So, ich hab gefunden, wie man da hinkommt. So, okay. Wenn du zu mir kommst, dann... Ja. Also nicht blöd zu tun. Ich meine, ich liefere ja auch gute Arbeit ab. Ich gebe ja auch nichts ab, womit ich selber nicht vollkommen zufrieden bin. Also der Typ ist selber nicht zufrieden gewesen, glaube ich, mit dem, was er mir da abgegeben hat. Das hat man auch gemerkt. Wie bist du da hingekommen? Wie bist du da hingekommen? Wie bin ich da hingekommen? Einfach hier hochlaufen. Okay. Durch diese komische Gasse da. Ja, okay, ich komme. Du bist gleich tot. Ich dich schon heilen? Kein Ziel, nein. Ziel außer Reichweite. Okay. Hast du schon diese komischen schwarzen tanzenden Lichter gesehen? Da musst du hin. Ja, da bin ich schon. Ja, siehst du, ich sehe dich doch. Da hinten ist er doch. So.
So, und jetzt müssten wir eigentlich nur hier runterspringen, glaube ich. Dann sind wir noch da, oder nicht? Ja, könnte sein. Fallschaden gibt's ja nicht. Nein. Wir bestehen hier aus Bienchen. Yeah, yeah. Geronimo! Für Alexander den Großen! Nee, also ich, wie gesagt, der war selber nicht damit zufrieden und ich hätte dem die Sachen jetzt auch nochmal mitgeben können und hätte sagen können, nee, ist nicht so, aber ich ehrlich, ich habe nicht, ich glaube nicht, dass er das nochmal besser hingekriegt hat. Also. Ja, sobald ich mal wieder anfange, meine Truppen dazu ermahnen, schicke ich dir mal ein paar Bilder. Ja. Ja, es müssen, ich brauche auch noch ein paar Harlekine so als Ergänzung zu dem Ding. Also. Jetzt kommen die alle auf mich. Ich habe wieder viel Hass hier produziert. Aber ich muss dazu sagen, ich würde wahrscheinlich länger brauchen wie er. Noch länger als 4 Monate. 4 Monate? Ich dachte jetzt die ganze Zeit an 1,5. 3,5. Okay, ich dachte jetzt an 1,5. Ich glaube, wenn ich mich wirklich ranzen würde, würde ich das sogar in einer Woche, in ein paar Wochen hinkriegen. So. Problem ist leider nur, man hat ja nie wirklich Lust. Und wenn ich keine Lust habe, dann wird die Arbeit nicht so gut. Oh, Munitionskiste. Noch eine Nebenmission, yay. Gibt EP. Auf jeden Fall. Da, oh, hallo. Du hast aber viele längliche Tentakeldinger. Ja. Damit kann man bestimmt viele Sachen machen, wenn du verstehst. Also ich verstehe das. Ob das Ding, wogegen du kämpfst, das verstehst, weiß ich nicht. Ich mag deine Frisur, Süße. Also ich rede mit Palladia, ne? Das ist Palladia? Ja. Ja, so richtig Schaden macht die ja nicht, ne? Die mag dich. Ja, merke ich auch schon. Ich habe ein Händchen für Frauen. Vor allen Dingen für Frauen, die nicht sehr viel Glück bei Männern haben. Oh. Ein Punkt noch. Ein Punkt noch. Wie ein Punkt noch? Dann habe ich genug KP für die 50er-Kraft. So. Wer ist denn das da hinten? Eliri Brutmutter. Mit Krone. Oh, lässt meine Eukalypter in Ruhe, die gehört mir. Och, wie süß. Was? Du bist meine Heilerin. Was haben wir denn hier? Minus Heilungswert. Bäh. Minus Gesundheit. Bäh. So, Bericht senden. Was kriegen wir denn da Schönes? Bäh. Minus Gesundheit. Bäh. So, 52 KP. Ich glaube, dann kann ich jetzt hier mal skillen, ne? Erzeugt Absorptionsbarriere das Defensivziel um 100% des erlittenen Schadens absorbiert. Solange die Barriere aktiv wird, jede Sekunde geheilt. Und wenn sie kaputt geht, kriegen die Gegner im Umkreis Schaden. Sehr schön. Ach, scheiße, ich muss da vorher noch das andere kaufen. Das ist ja Müll. Okay, das dauert doch noch ein bisschen. Ach je. Na gut. Aber ich habe hier eine neue passive Kraft. Frage ist, was hauen wir denn dafür wieder raus? Erhöht Schaden und Heilung von Faustkräften. Das lasse ich mal drin. Kritische Trefferkraft erhöhen. Lass ich auch mal drin. Schaden und Heilung von Blutkräften. Auch ist auch nicht so schlecht. Hier hinten, das lasse ich mal, hole ich mal raus. So.
ich werde jetzt immer geheilt, wenn ich Barrieren mache. So. Und wie viel brauche ich denn jetzt noch? Oh, ich bin auf 18 wieder runter. Okay, ich muss jetzt wieder super sammeln. Nicht so geil. Bam, 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 bam. Heilung bei Faust ein bisschen hochskillen. Hier müssen wir auch noch ein bisschen was wieder hochskillen. So. Müssen ja hier die Kopf-Talismane und so, darf ich nicht vergessen mitzuskillen hier, ne? Ja, ja. Bist du noch da? Ja, ich bin noch da. Du redest gar nicht mehr. So. Die Ausrüstung zum Wohnwagensiedlung bringen. Welche Wohnwagensiedlung? Da, wo wir schon waren. Schaue ich doch mal auf die Karte. Ist das hier, wo die ganzen Händler sind, oder was? Warte. Ja. Da müssen wir hin. Ist da ein Jump-Punkt? Ja, Wohnwagensiedlung. So heißt der Jump-Punkt. Händler. Ach, da. Okay. Und Teleport. Ja. Nee, aber wenn ich hier nochmal, um auf das Malthema nochmal zurückzukommen, wenn ich nochmal was bemalen lasse, dann muss das wirklich auch besser sein als das, was ich hinkriegen würde. Das kann ich nachvollziehen. Das ist, glaube ich, der häufigste Grund, wieso man das macht. Ich meine, ich habe jetzt damit kein großes, ich habe es halt nicht selber gemacht und dadurch halt Zeit gespart, mehr oder weniger, aber dadurch, dass das jetzt auch so lange gedauert hat. Kommst du? Muss man da außen das Ding abgeben oder was? Ach, hier muss man das abgeben. Weiß ich nicht, aber... Hallo. Alter Josef. Ich dachte mir, da kann man die erste Quest machen. Wir müssen das hier noch die Ausrüstung zum Dingens zurückbringen. Und hier ist außerdem noch Wissen, das möchte ich auch mitnehmen. Und hier ist der Traum vom Krieg gegen die Finsternis benutzen. Wie bitte, was? Hier, Traum vom Krieg gegen die Finsternis benutzen. Ja, das ist eine Instanz. Ah, nein, dann besser nicht. Ich mag keine Instanzen. Warum nicht? Weil der Heiler mitlaufen muss? Ich bin zu schlecht dafür... So. Warum kann ich nicht mehr jumpen? Hallo? Ah, jetzt kann ich wieder jumpen. Gut. Finde ich komisch. Bei mir aktualisiert sich das nicht. Du musst hier rein zu den Gamlins. Also ja, ich war da schon drin, ne? Mehr Informationen im Lager der Wabanaki finden. Da müssen wir auch noch hin. Ah, jetzt, ja. Ah, hier sind Bücher, okay. Hier gibt es nichts, okay. Dann Powwow und Du. Da gibt es auch nichts. Und hier unten, Wabanaki Wissen. Ah. Bericht senden. Sehr schön. Ah, wieder 20 KP, das heißt nur noch 30. Psst. So. Jetzt wolltest du das Ding da draußen bei dem Onkel da machen? Oder hier bei den... Ich gucke hier gerade noch die Verbindung bei den Büchern. Oder? Ich habe die Nebenquests ja noch, die Zeichen und Symbole, die habe ich ja noch. Ja. Müsste, unten ist ein Buch, das ist ganz unten in der untersten Reihe. Ach, das Versteckte. Ja. Ich bedanke mich. Haha. Das würde ich nur ohne meine Eukalypter machen. Das weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich hätte ich jetzt die gesamte Ortschaft niedergebrannt. Also der alte Josef, ja? Ja. Okay. Ich höre die Schlange. Sie flüstern. Hört nicht auf sie. Lügen. Finsternis. Die Berge stürzen ein und die Wälder brennen. Die Erde
zittert. Sie kommen. Oh. Verzeihung, ich nicke im Moment zu jeder Tageszeit ein. Guter Schlaf ist schwer zu finden. Für die Lebenden und für die Toten. Wenn wir schlafen, träumen wir. Und wenn wir träumen, sprechen wir mit unseren Vorfahren. Unsere Geister verbinden sich mit den Geistern derer, die vor uns da waren. Aber das macht uns verwundbar. Seit dem Steinbruch wieder gearbeitet wird, gibt es die Albträume. Jemand oder etwas dringt in unsere Träume ein und verursacht große Unruhe. Es gab eine Zeit, als die Netze der Traumfänger draußen vor jedem Haus hingen. Die Netze fingen die finsteren Träume ein, die uns im Schlaf vergiften können. Sie beschützten uns, wenn wir am verwundbarsten waren. Aber unser Stamm hat die alten Bräuche vergessen. Wir hören nicht mehr auf die Warnungen derer, die vor uns kamen. Und wir ehren sie nicht mehr. Unsere Vorfahren, sie werden von dieser Schlange vergiftet, die unter diesen Hügeln schläft. Und sie wiederum haben die Albträume in unsere Welt gebracht. Ihre Geister haben Angst, vertrieben aus ihrer Zuflucht im Jenseits. Sie stehen im Dienst eines dunklen Flüsterns. Und sie können uns nicht mehr schützen, wenn wir in die Traumwelt gehen. Oder wenn wir wach sind. Wir müssen ihnen helfen. Wir müssen ihre Träume fangen, damit wir alle wieder ruhig schlafen können. Endlich. Okay. Ja. Oh, es ist gerade echt dieses Störgeräusch bei dir, ist echt gerade schlimm. Ich weiß nicht, wo das herkommt. Also jetzt gerade bei der Sequenz, kannst du ja mal, wenn die Folge hoch ist, kannst du die Sequenz ja mal anhören. Das ist echt fies. Wenn nicht das nachher mal mit Atmen ist. Nee. So, Traumfänger holen, zack. Zum alten Begräbnishügel da gehen. Da, wo die schwarzen Dinger rumgeflogen sind. Was bist du da eigentlich oben am Dach? Ist da was Tolles? Mm-mm. Ich dachte nur, ich mach's, weil ich's kann. Ach so. Aber eine Sache muss ja gleich mal klargestellt werden, ne? Yeah. Putin ist loyaler als Karl. Wir haben jetzt schon fast 2-3 Folgen aufgenommen. Und Putin ja, ist immer jetzt. Noch. Ja, aber Putin ist immer noch da. Karl wäre schon wieder verschwunden. Ja, kann gut sein. Aber gut, dass du das ansprichst, denn wir können diese Folge für heute eigentlich mal beenden und dann gehen wir zum Begräbnishügel der Wabanaki beim nächsten Mal. Bis dahin würde ich sagen, Herr Fun, euer Koali und euer... Der Fraktag. Yeah.